Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X. Im letzten Mal sind wir hier beim Schnupphaff stehen geblieben und wollten mit den Leuten reden. Hallöchen, Süßer, du hast viel Glück. Wir haben Sonderangebote ohne Ende. Ich kann dir einen Batzen Rabatt geben. Ah ne, das da oben ist meine aktuelle Waffe. Ja, es ist jetzt eben... Oh, du verlässt mich schon, komm bald wieder. Nee. Bei deinem Angebot komme ich nie wieder. Let the driver know when you're ready. Riding a Schuhpuff isn't that much fun. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right? Nach dem Turnier von Luca wollte ich gleich zurück nach Bevel. Doch die Bürgerwehr hatte die Straße abgeriegelt und ich saß fest. Sag's to be you. Willkommen, verehrter Herr. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Wenn Sie bei uns einkaufen, sind Sie alle problemlos und mein Geld. Bären Sie mich wieder, leck mich am Arsch, würde ich mal eher sagen. Would you like to hear a bit about the wondrous Schuhpuff? So? Bitte. What? Ich hab doch ja gesagt. Would you like to hear? Oh. Seit wann steht gern unten? Very well. There are many things we do not know about the Schuhpuff. For example, what does it eat? It eats nothing. The water it sucks through its schnoz somehow supports its considerable size. Some theorize it eats teeny-weeny waterborne organisms. And that, as they say, is that. Ja. Mei Shen ist echt cool. Mit dem kann man sich immer wieder neue Sachen anhören. Das macht echt Spaß. Orin, habe ich mit dem das letzte Mal schon gesprochen? Even after 10 years, Spira hasn't changed. Truly, the place seems to resist change. It would take something unusual. Rides the Schuhpuff? Schuhpuffs with... Ach komm, warum steht das alles immer unten? Ja, los geht's. All aboard! Ich bin der Einzige, der jetzt aufsteigt, oder wie? Launchen. Launchen vor allem. Sie an, als ob wir eine Rakete starten. Hey. Huh? Take a look. What? Whoa! A sunken city. A machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which machina we may use and which we may not. So what kind of machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind.
or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using machina to kill. They kept building more and more powerful machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their machina. The war ended, and our reward was Sin. So, Sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up. What could that be? Sit down. Sorry! Ah! The Albed! Luna, we'll save you! Ich finde es schön, wie hier alle unter Wasser atmen können. Ja gut, Blitzschadensbonus. Hm. Warte mal, nee, Weißmagie will ich erstmal machen. Einmal Hass für mich. Dann greifen wir einfach stumpf an. Und noch einmal Hass für Backer. Und als nächstes würde ich uns auch noch anfeuern. Steigert Angriffs- und Abwehrkraft der Gruppe. Kampfgeist. Immer wenn ich Schaden anrichte, kriege ich dafür Ekstasepunkte. Schöner Crit. Er nimmt Schaden und taucht unter. Oh, noch ein schöner Crit. So, wie viel Schaden kriege ich diesmal durch unser Anfeuern? Ah, schon bedeutend weniger. Ich feuere uns nochmal an. Easy. Yuna kriegt 0 Punkte, aber wird aufgeführt. Are you hurt? No, I'm fine. Oh. Ah. Those Albed. Ish everybody okay? I'm sorry. We're all okay now. Yuna. Shupa, full speed ahead. Damn the Albed! What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait, they're mad they lost the tournament.
right! They're mad about Operation Meehan! I wonder... Didn't Kamari's clansmen say something... about summoners disappearing? So the outbatter behind that? Those sandblastic grease monkeys! Hey, Waka! It's no use complaining about the Albed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Schön, dass auch Lulu mittlerweile mit uns warm wird. So, und damit sind wir auf der anderen Seite angekommen. Kimari Vale is guardian on Shupov. Kimari never fail again. Wie wäre es, wenn ihr Sabraska mal in Guardos Hütten besucht? Ich möchte noch miterleben, wie Lady Yuna die stille Zeit eindeutet. Wie wäre es, wenn ihr Sabraska mal in Guardos Hütten besucht? Ja, gut. Might be more out bed. Keep watch, yeah? Looks like we're stuck here for a while. Why? Wer bist du denn eigentlich? Das ist also Lady Yuna. Ah, verstehe. Speichern. Hier haben wir dann wieder eine Wache. Ihr habt eine Maschine der Albed zerstört? Sehr gut. Seid gesegnet von Yevon. Wir müssen die Wachen verstärken, damit die Albed hier nicht herumlungern. Schlafen tut er Schnu. Warten wollt ihr, bis er erwacht? Waka, at your service. Lass mal sehen. Kauf. Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Flusses keine Halsabschneider sind. Aber ehe ich mich versah, hatte ich von dem Typen dort schon tonnenweise Zeug gekauft. Guard Yuna. Lady Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Das große Erbe des Vaters und zudem vom Volk geliebt. Geradezu perfekt. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache ein bisschen mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist? Äther erhalten. Guado Salam ist ganz in der Nähe. Doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch den Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbricht. You're not dead? Riku! You're Riku! Hey! You're okay! How you been? Terrible. Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wait, but you attacked us. Nuh-uh, it's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid.
She's in our bed. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, yeah? Praise be to Yevon. So, Riku, you look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Ah. Sir Orin, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed, Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Wer es nicht bemerkt hat, das sieht man an den Augen. Ich gehe erstmal aufs Sphärobrett. Übrigens, Riku hat ihre eigene Sphärobrettleiste. Damit haben wir auch jetzt die Party vollständig. Ja. Es gibt nur ein Problem. Sie kann noch nicht so viel. Reflex, Anti-Z. Ah. Ja, zurück zu mir. Also Riku ist gerade noch ein wenig. Oh, ah ja. Jetzt kommt ja das Riku-Tutorial. Ja, ja, Schatztruhen. Spezialklauen. Ich kann Gegnern Items abnehmen, die ich dann auch später zum Beispiel für Bestia verwenden kann. Mit denen ich aber unter anderem basteln kann, mit Rikus Ekstase-Fähigkeit. You should know. I'm gonna use that item I just got on you. You'll be sorry. Wobei ich finde, dass es als Ekstase-Fähigkeit echt mies ist. Da Bomberseele. Weil damit wurde jetzt Lulus Ekstase nachgebaut, zum Beispiel. What did you just do? That was great! I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. Also Riku ist an sich ein cooler Charakter, von der Persönlichkeit her, aber ich finde, im Kampf ist sie absolut nutzlos. Hoppla. Eventuell habe ich da WhatsApp Web im Hintergrund noch offen, aber macht zum Glück an der Stelle nichts, denn die heutige Folge ist schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.